Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange True Colors. In der letzten Folge haben wir uns den Laden hier ein bisschen genauer angeguckt, sind sehr weit im Lab vorangekommen und jetzt geht es shoppen, denn wir haben es soweit geschafft. Oh, sie ist wütend. Alex darf Ryan ruhig heiß finden. Ich muss das akzeptieren. Ich glaube, ich habe Steph noch nie so aufgedreht gesehen. Bestimmt weiß sie auch, dass sie total heiß ist. Sie ist immer so selbstbewusst. Sie ist heißer. Also sage ich vielleicht auch, weil ich ein Mann bin und eine Frau und er stehe. So. Vielleicht auch so. Ach komm. Sprech. Die Straßen waren einst voller Menschen. Oh, wow. Voll süß, Mann. Steph sieht ja mega aus. Ja, auch ohne dieses Outfit, sag ich doch. Die ganze Zeit ist das meine Rede. So, was haben wir denn im Angebot, Leute? Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Wir haben zum einen Rubin. Ja, aber was? Einkaufen. Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Drollstab besprechen, Schriftrolle der Gewandtheit. Ich verkaufe als einzige magische Gegenstände im Königreich. Lügnerin. Schriftrolle der Gewandtheit, was ist denn das denn? Dodge, da haben wir schon welche, ne? Ich glaube, wir brauchen nicht so viel. So viel werden wir nicht brauchen. Da haben wir gute Suche. Schriftrolle des Vorteils. Ein Zug wahrscheinlich noch. Du und deine Familie erhalten einen extra Zug. Ein Gold. Würde ich tatsächlich, haben wir auch schon eingekriegt. Trollstaub. Sehr freundlicher Troll. Das würde ich gerne sehen. Ein Trollstaub. Art Kuriosität fordert die Klasse. Effekt betäubt. Drolle werden sehr freundlich. Eine Prise pro Troll. Trollstaub 3 Gold. Dann den kaufen. Wir haben nämlich 4 Münzen. Das heißt, ich würde 10.000 Gold, Alter. Ja, genau. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Ja, könnte sein. Nee, wir sparen. Wir kämpfen mal. Wir müssen ja auch ein bisschen kämpfen. Wir besprechen das. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Falsch. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Auf ein Gold runter. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Ich will meine Hand in der Ehe. Oh, das machen wir. Das machen wir. Die wird bestimmt direkt erstmal ja sagen. Die folgt aus dem Konzept. Das machen wir. Außerdem ist sie süß. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Ich bin sicher, dass ich nicht die Erste bin, die fragt, angesichts dessen, wie überaus heiß ihr seid. Uns motiviert sie, sie war sauer. Ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Oh, das war die richtige Antwort, Leute. Ich fand, das war die richtige Wir Antwort. Brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Paynor. Ich hörte von einem magischen Fisch, der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Ja, machen wir. Easy. Eine magische Fischschuppe. Beeindruckend. Doch, stimmt. Nun, hier ist mein Teil der Abmachung. Ich glaube, es ist voll cool, Mann. Ich will das jetzt auch mal machen. Ich hab Bock drauf. Ein Juwel übrig. Fast geschafft. Jawohl, wir haben das gemacht. Schriftrolle der Gewandtheit. Wir sind ganz gut. Wir haben so viel Heilzauber. Ich glaube, das schaffen wir.
Habe ich sie jetzt ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt habe ich sie. Ah! Ich will. Vielleicht, wenn Ethan nicht hier ist. Wie süß sie ist, Mann. Oh, sie ist so toll. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das sehen wir. Wie cool, Mann. Ach. Katze, du bist verflucht. Lass mich. Wir gehen raus. Das war's. Also, wir haben ja hier, übrigens in der letzten Folge, haben wir wohin zu sehen, als nächstes? Wir müssen raus und müssen weiter kämpfen. Meine Freunde der Nacht, wir gehen in die Nacht hinaus. Oder in den Tag. Ich hab sie von Wüten auf Gold umgeschimpft. Ah, seht das mal richtig, haben sie glücklich gemacht. Oh, schön. Die ist auch niedlich. Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Und wie der passiert, ey, wenn der was passiert, dann bin ich auch, dass ich mag die. Ich schwärme ja schon seit Folge 1 von der. Ja, die ist so sympathisch, Mann. So, Schmied, wir haben dein Rätsel. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblinerz und Feuerpuder. Oh, dafür muss ich ja fotografieren. Den Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Warum nehmt ihr nicht diese Schriftrolle für eure Freundlichkeit? Ich brauche sie nicht. Das machen wir gerne, meine Freunde. Wir haben. Du und einfach mal einen extra Zug kann man einmal. Ey, wir haben schon so viel Schriftrollen, Leute. Ich möchte und jetzt her mit der nächsten Schriftrolle. Jawohl, Fame. Und so spät. Wir haben das schon her. Ein Leben ohne Monster. Wie lange das schon her ist. Die sind alle voll drin, voll cool, Mann. Als in den Straßen Glocken klangen. Hört her, da ihr beiden die Schlange bereits besiegt habt, könntet ihr euch vielleicht auch um den Troll bei der Brücke kümmern. Machen wir. Ich habe schon so einige Trolle getötet. Gehen wir. Nice. Haben wir gut gemacht, Leute. Oh, der ist wütend. Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Eins, zwei, drei. Ich kontrolliere mich. Das ist ein Buch für verdammte Kleinkinder. Nichts ist besser, als sauer auf dein Buch über Wutmanagement zu werden. Das ist natürlich echt nett. So. Wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt? Fragen wir jetzt nicht, wir müssen bei dem Troll besiegen. Das ist ein Joker. War so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für Sie. Betreten wir das jetzt, Leute? Ist ja eigentlich nicht Teil der Geschichte, ne? Also sie hat gesagt, wir haben trotzdem auf, wir gehen trotzdem rein. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss meine Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Oh, Peter. So, kurz was essen. Sorry, Leute. Ich muss immer meine Mahlzeiten einhalten. Leid der OP. Muss ich kurz eine Kleinigkeit essen. Seht es mir nach. Welcome to the Game Team. Oh, die geht ja irgendwann, Riley, ne? Did you mean the hour price? I'm not still back on Monday. Oh, hallo. Riley geht's auch nicht gut. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Wir gucken erstmal ganz kurz rein. Ich werde jetzt gar nicht so viel machen. Also spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Frühlingsdombola. Nehmt euch einen wunderschönen Strauß und diesjährigen Frühlingsfest mit nach Hause. An einem Gehen an die Gesellschaft und historische Gestaltung. Zack. Wir sagen einfach zu uns, wir müssen nochmal auf Toilette gehen. Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Ich wusste es auch nicht. Aber auch ein bisschen verwundert. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern.
wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du sie ansehen willst, das läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Wir müssen ja recherchieren. Du musst mich danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Ah, wir reden später. Wir reden über alle. Reden über ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke. Danke nochmal. Du eine Ehre. Wenn du kein Traitor bist. So, wir gehen ganz kurz hinten. Schauen uns mal kurz an. Was für ein Stück Scheiße. Hey Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für den Schokoladen, zu dem unser letzten Jahrestag war. Ich kann derzeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird eine Menge Kerle geben. Das macht mich nervös. Ganz ehrlich, ich wünsche, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du hier reden willst. Oh, der. Ich meine, ich glaube nicht, dass es mehr war, aber es hat schon. Das ist einfach so lieb. Dear Riley. Cyber an Riley. 500, Western Ridge. Liebe Riley, du wirst den neuen Computer für dein tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid und ich stelle einen weiteren Scheck aus. Ich bin so stolz auf dich, alles liebe Omax Hook. So, oh, so süß. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Eine erstaunliche Zukunftsvision. Bus-Ticket. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Gott. Ja, da wollte ich nicht draufklicken. Leute, da wollte ich nicht draufklicken. Ich war nicht das vor Ding. Vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Da wollte ich nicht draufklicken. Da wollte ich draufklicken. Computer. Wenn ich ihn angewiesen kriege, aber ich kriege ihn nicht angewiesen. Ich werde das so krass nicht anfassen. Checking Passwort, Teste Passwort, Diane, hier. Verstrichene Zeit, 1 Minute und 26, ungeprüfte Paar, 1 Stunde 96, 354.701. Achso, der Knacker, 7 Tage Probe, wäre 7 Tage Probe, wäre so geil. Okay, cool. Guck mal, hier ist auch so eine, da können wir aber nicht reingehen, ne? So, Riley, wir gehen mal weiter. Wir müssen nämlich ein bisschen was machen. Ja, was gemacht? Früher oder später wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. Vermute ich allerdings auch. Wolltest du zweimal bestellen? Wenn nicht, schicke ich es Montag zurück. Oh, die hat halt safe Alzheimer. Viel Spaß bei eurem Ding. Danke. Ich sag einfach cooler Zwerg. Mega. Aber gut gemacht damals, fand ich. Jobanzeige. Muss schwer sein, in einer Kleinstadt neue Angestellte zu finden. Hoffentlich klappt's. Geschäften bei mir sind Haven. Okay, sie sucht halt ein neues Geschäft, ne? Wir gehen jetzt wieder raus zu Tano. Ich wollte aber wissen, wie es weitergeht, weil ich nämlich Angst habe, ich muss verpasse, wenn wir jetzt weitergehen, weißt du? Und dann ist haut die, weiß ich nicht. Sag einfach, wir mussten auf Toilette. Hey, Tano, ich musste pinkeln. Er war sicher nicht einverstanden damit, aber es sollte sein. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. So, los geht's, aber ich glaube, er ist nicht böse. Er versteht ja, dass wir auch was haben. Hier ist ein Zettel. Hier ist noch mehr Zettel. Oh, hier sind auch viele Zettel, Leute. Hier ist eine Lebensart. Das kann man aber nicht angucken. Oh, eine Münze. Nehmen, Leute.
Nicer Fund. Danke. Nicer Fund. Nicer Fund, Bro. Da wollte ich hin. Oh shit. Troll. Er kommt. Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Der besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Wir kämpfen, Junge. Wir machen ihn fertig. Bedrohung bestechen. Wir kämpfen, Junge. Erledigen wir ihn. Müssen die Rollen ja nochmal einsetzen. Ich hau euch in Stücke. Ist cool, wie dieser Kamerawechsel kommt, finde ich sehr nice gemacht, Mann. Und jetzt geht's los. Gegenstand. Schriftrolle des Vorteils. Wir bekommen einen Extrazug. Alex, Magie. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Ethan, Angriff. Flammklinge! Zwei Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Zwei Schaden! Schaden hat er denn? Das sehen wir halt nicht, ne? Werfe Stein! Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Schriftrolle des Vorteils. Wir bekommen einen Extrazug. Wir machen ihn jetzt richtig fertig, Mann. Alex. Magie. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Drei Schaden für dich, ein für sie. Sorry. Das war's wert. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Ja, Mann! Gerade voll im Gefecht drin, Leute. Sorry. Zwei Schaden. Wir haben noch genügend Leben. Ich brenne immer noch. Der hat aber viel Leben, ne, der Troll. Schriftrolle der Gewandtheit. Plus eins Ausweichen für uns. Even. Wir greifen die Hymne. Gucken wir nach Angriff. Furchtbare Resonanz. Drei Schaden. Ja, Mann! Ja, Outgrade. Haben wir das Blut direkt da hingelegt, wo das Blut liegt. Neuen Skill? Kann nur einmal Programm bringen, so ein zorniger Schlag. Krieger. Okay, das bringt uns jetzt irgendwie. Wir haben alle drei. Wir können jetzt zurück zum König. Ja. Okay. Der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Furchteinflößend zu sein, kann im Kampf schon ein Vorteil sein. Das stimmt. Das kann es wirklich, meine Freunde. So, hey, weiß einer, irgendwer dieses lange Theaterspiel noch, wie lange dieses Theaterspiel-Ding läuft, kann man sich auch noch dafür anmelden. Sieht nach eure viel Spaß aus. Tut mir leid, Kumpel, wir sind schon ziemlich weit fortschritten mit der Geschichte, aber viel Spaß bei der Show. Ah, schade, vielleicht nächstes Mal. Cool. Das ist natürlich schön, wenn dann Leute sagen, hey, kann ich mitmachen? Das ist natürlich immer nice. I like it.
So, wir gucken mal, wo wir waren. Wir haben doch hier diese Dinge. Dann gucken wir kurz, ob wir noch irgendwo ein Geheimnis finden können. Wir sind gerade hier beim Droll. Nee, warte, wir sind hier beim Droll gewesen. River of Soros. Da haben wir die Schlange besiegt. Da haben wir das. Dann haben wir hier das Imperial Spider with LA. Da haben wir sogar noch ein Ding offen. Nicht hier, aber hier. Wir haben noch ein Geschäft, glaube ich, offen. Oh, eine Schriftrolle. Die nehmen wir natürlich auch wieder. So, halt Gesundheit für dich. Nein, vermutlich komplett entfernt einiger dem Schaden vergiften Lehmer. Wie wurden diese Schriftrollen so ordentlich gebunden? Voll, oder? Hier kommt man nicht rein, auch nicht rein. Schade. Schild. Dein Ernst? Wenn Monsterhorden angreifen, sind Apotheken doch am wichtigsten. Obwohl der bedauernswerten Anzahl an Monstern ist die Apotheke bis auf weiteres geschlossen, die Apotheke. Oh. Bist du enttäuscht? Ich dachte, dass ich endlich reingehen könnte. Nein, es ist eine Gefahr für uns alle, werte Taynor. Wir geben jetzt aber die Schriftrolle ab und werden bestimmt nicht nochmal angegriffen. Bin ich mir sicher. Zwinker Smiley. Gute, wir gehen erstmal hier weiter. Ich muss hier mal lang. Wir haben nämlich drei Juwelen. Ich glaube, wir haben alle Aufgaben auf. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil gemacht. Kann ich hier lang gehen oder werde ich blockiert wegen Kryption? Wirklich, jetzt werde ich jetzt hier echt blockiert. Muss ich echt den anderen Weg. Ey, spiel, das macht es nicht mit Absicht, ne? Ey, wirklich spiel. Wirklich spiel. Lass mir mal so im Raum stehen. Guck mal, beim Wolf, ich liegt da noch eine Münze oder so. Vielleicht können wir da noch irgendwie was sammeln. Wir haben zwar gar keine ausgegeben so richtig, aber wir haben auch so gut. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Taynor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria. Der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das? Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben Sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Setze es für Gutes ein. Aber setze es bitte nur für Gutes ein, um anderen zu helfen und so. Okay. Da kommt schon noch ein Kampf jetzt so. Oh, wie wer sich freut, wie cool. Fantasie, wie er sich gerade vorstellt. Baden, dürfte ich um ein Lied bitten? Ja, natürlich. Achtung, man so, sei erfüllt. Nein, Mann, komm. Damit sei die Prophezeiung erfüllt. In unendliche Macht ist Taynor gehüllt. Hahaha.
Ich werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Sturmbringer, der Untote. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren, ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Sollen wir ja trotzdem Tenor ermutigen. Komm, wir machen hier. Wir sind so weit gekommen, wir können ihn besiegen. Jetzt gib sie mir! Ja! Final Counter! Ich wusste, da kommt noch ein Kampf. Aber das ist ein bisschen... Ich träume mich gerade zusammen oder so? Wie cool ist das denn jetzt, Leute? Wie cool ist das denn jetzt? Mit so richtigen RPG? Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mal Alexandra, machen wir es mal Gegenstände. Ja, wie kann ich jetzt auswählen? Achso, ich kann nicht drauflegen, Leute. Ich muss mit Enter, das ist natürlich ein bisschen. Schriftrolle des Vorteils. Oh, wie cool die sich nochmal. Alter, wie cool ist das denn, Leute? Heilende Serenade. So, jetzt haben wir zwei Schaden, aber ich habe eine Idee. Und zwar möchte ich gerne mit ihr Magie wirken. Ergreifende Hymne. Und jetzt würde ich gerne, dann machen wir zwar bei uns Schaden, aber... Zorniger Schlag! Oh. Jawohl! Der hat richtig reingehauen durch doppelten Schaden. Okay, so richtig rein hat es doch nicht gehauen. Wir weichen uns mal aus. Wir schaffen noch ein bisschen durchzuhalten. Ich glaube, das wird der Endboss sein. Hoffe ich jetzt. Ich setze jetzt darauf, dass das der Endboss ist, Leute. Ne? Ergreifende Hymne. Flammklinge. Ey, wie Mühe sich geben haben, sowas jetzt einfach nochmal so mit. Wie cool, Mann. Verflucht sei dieses Feuer! Kein Problem, wir haben noch genügend. Wir brauchen auf jeden Fall mal Magie, wir heilen uns nochmal hoch. Hypnotische Fuge. Wir müssen einfach mit ihr so ein bisschen auf wirklich den Punkt, ich glaube, dass wir Support mit ihr spielen eher so. Oh Gott, falsche Taste, das wollte ich nicht gar nicht. Gelebt von der schönen Musik! Ah, verflucht sei dieses Feuer! Alexandra, Magie. Ergreifende Hymne! Unheiliger Blitzsturm! Wer sich mir widersetzt, stirbt! Nein! Doch! Oh. Schriftrolle der Heilung. Jetzt müssen wir uns doch mal kurz hochheilen. Ist wieder super. Ich glaube, wir machen halt mehr Schaden, also wenn wir ihn kämpfen lassen. Oh!
Ja, wir haben geschafft, Leute. Full live raus, Leute. Geil. Ja. Haben wir gut gemacht. Geschafft. Ich kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Das war episch, Leute. Der letzte Kampf war episch. Ja, aber das Beste war, als wir... Gabe ist tot. Gabe ist tot wegen mir. Es ist meine Schuld. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ich habe Gabe getötet. Ethan? Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür, okay? Ach je. Muss dir doch mal so ein Ende geben, ne? Es konnte nicht einfach sagen, hey, ist alles jetzt schön, cool, wir sind jetzt hier wieder vereint, alles ist gut. Nee, konnte es nicht geben. Charlotte? Hier drüben! Oh, wie cool. Hey. Danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Freut dich, dass ich helfen konnte. Ich auch. Ich glaube, wir brauchten das beide tatsächlich. Ganz ehrlich, am Ende hatte ich, glaube ich, genauso viel Spaß wie er. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Nichts gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das kann ich mir vorstellen. Sich für eine Zeit von Ethan zu verabschieden. Der Laden, das ganze Frühlingsfest. Ich bin immer hier, falls du über irgendetwas reden möchtest. Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Sicher. Bist du sicher? Falls du Gesellschaft möchtest. Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Gut, war ein bisschen nervig jetzt. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Thank you.
passiert jetzt hier? Ich bin wieder überfordert, Leute. Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Ryan, es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Ryan kann auch nichts machen. Hey, Ryan kann ja wohl am wenigsten dafür. Aber ja, gut, es ist halt, ne? Scheiße alles, Mann. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Das Spiel, Mann. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Uff. Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Aber was? Aber krass, das Bildspiel ist wieder mal sehr gewaltig, Leute, von dem Spiel. Krass. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich. Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Okay, aber das war ja nicht das, was ich jetzt... das hatten wir doch schon. Ah, hier oben. Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Ethan! Es ist deine Schuld! Warum konntest du verflucht nochmal nicht einfach hören? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Was? Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht, zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Deine Gefühle zählen, deine Taten zählen. Man muss auch Taten walten lassen und... Man muss auch so... Nichts davon macht dich zu einer schlechten Mutter. Ganz gleich, was du fühlst, du gibst Ethan immer das, was er braucht. Und nur das zählt. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Was? Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um.
Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Ich meine, das, was sie gesagt hat, ist schon hart, Assi. Aber... behandelt der andere so, wie du selbst behandelt werden wolltest. Und ich wollte auch nicht, dass man mich allein lässt, wenn es drauf ankäme. Bei dir alles okay? Ja. Ja, ich... ich denke schon. Scheiße. Bin ich ausgerastet? Es tut mir leid, Alex. Ich wurde irgendwie überwältigt. Mach dir mal keine Sorgen, sonst... Es ist echt okay. Ich bin ein großes Mädchen. Ich komme mit sowas klar. Ich habe meine Skulptur zerstört. Es wirkt so verrückt hier drin, aber ich fühle mich... Wie fühle ich mich? Hey, geh nach Hause. Du bist erledigt. Ich meine es ernst, mir geht es gut. Ich sehe dich heute Abend. Was ist da gerade passiert, Mann? Ich bin überfordert, Leute. Uff. Uff. Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Es ist irgendwie privat. Ich denke, es geht ihr gut. Ach, es ist privat, das ist halt schon wieder so eine Andeutung. Es war intensiv. Aber ich denke, es wird ihr gut gehen. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie ich überhaupt darüber reden soll. Es ist okay, wirklich. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex. Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich selbst enttäuscht bin von Gabe. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Und das, liebe Community, schauen wir uns... Nein, das machen wir auch.
Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Chen. Ja, okay, hör einfach zu. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Wir haben es zu Mac gehalten, das war gut. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alex. Alles okay? Wir kriegen sie dran. Versprochen. Was soll das denn? Es ist alles egal. Es ist alles scheißegal. Er ist tot, verdammt. Wie gut. Fuck it. Ich muss mir das nicht geben. Oh, die Wut, das wir genommen haben, bestimmt deswegen. Ich sollte ihr nachgehen. Wir sind dann unten, okay? Oh, fuck. Ich würde gerne die Entscheidung nochmal rückgängig machen. Im Moment zählt nur dieser Wichser dran zu kriegen. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Wenn das mit mir passiert, was passiert dann mit Charlotte? Super wichtig für jede gute Ermittlung. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich... Ich kann lesen, Akkumi, hier können wir nur ein bisschen schauen, wo es ist hier. Das ist eine Karte, Typhon, Main, Troll, Drop-Off, Rocks, Lights, ah, okay. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich sie jetzt gebrauchen. Ein ungeklärter Fall und ein schales Bier. Danke, dass du so offen zu mir bist. Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Schwester seine Sachen durchwühlt. Benutzen wir den Gabes Laptop. Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Das müsste ja Typhon Hauptverwaltung eingehen, Satellitentelefon. Ah, da haben wir es. Können wir die alle anschauen? Hey, CFC hier. Wie können wir Ihren Hunger stillen? Läuft die schicke Chicken-Gutscheinaktion noch? Aber sicher doch. Cool. Dann hätte ich gern eine große Portion Spicy Nuggets. Hm? Okay. Und möchten Sie dazu Pommes und Soße oder Kartoffelbrei und Soße? Okay. Ich... Hallo? Oh, scheiße. Brauchen Sie noch kurz? Nein. Nein, ich nehme, die Pommes. Den Kartoffelbrei. Ja, einmal den Kartoffelbrei. Für 50 Cent extra bekommen Sie beides. Oh mein Gott. Hallo, sind Sie noch dran? Ja. Nein, ist okay. Nur den Kartoffelbrei. Okay, eine große Portion scharfer Nuggets mit Kartoffelbrei. Sie können die Bestellung in 30 Minuten abholen. Danke, dass Sie bei ACFC bestellt haben. Danke. Das war fesselnd. Lady Bloom, hier spricht Riley. Wie kann ich Ihnen helfen? Hey, Süße, ich bin's. Mac, hey, was geht? Ich habe Mittagspause. Du wirst nicht glauben, was Jamin heute Morgen mit dem neuen Dynamit... Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac, können wir später reden? Ich habe gerade zu tun. Was machst du denn? Wir sehen uns nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay, bis später. Ich liebe dich. Riley, warte. Oh, Mac... Hi, Birk Lindnerei, was kann ich für Sie tun? Hi, ich arbeite für die Typhon-Mine. Ich glaube, einer Ihrer Klempner war letzte Woche hier oben. Typhon? Einen Moment bitte, ich überprüfe das kurz. Ja, ich habe einen Eintrag bezüglich einer Abwasserblock... Ja, genau, das war's. Ja, also, es wurde nicht richtig repariert. Laut Bericht wurde das Problem diagnostiziert und behoben. Können Sie beschreiben, was Sie sehen?
Ehrlich gesagt, nein. Können Sie uns nicht einfach nochmal jemanden vorbeischicken? Ich schicke Ihnen heute Nachmittag jemanden. Gut. Schönen Tag noch. Das bezweifle ich. Eklig. Typhon Minengesellschaft, Diane hier. Hi, Diane. Rose aus dem Rathaus hier. Hey, Rose. Wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Hast du einen Moment? Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten und ich leite die Antworten dann weiter. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser und Luftqualität. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gern an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar. Kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden? Ja. Unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. Das ist halt echt so, ne? Typhon Minengesellschaft, Brandon hier. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi Diane, ich rufe an, um die Inspektion zu bestätigen. Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Freut mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. So, jetzt haben wir das Satellitentelefon und jetzt geht's weiter. Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lena? Haven ist Ihr Gebiet, Diane. Es ist Ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich Sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Rayas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Also dachte Typhon, dass Rhea, was immer es auch ist, es wert war, unser Leben zu riskieren. Hoffen wir mal, dass Dianes E-Mail Aufschluss gibt. Wer ist Rhea, müssen wir rausfinden. Lena erstmal, Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat. Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lena sagte mir... Ja, hab Ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme morgen vorbei. Wunderbar, bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. So übel, Mann. Typhon Minengesellschaft, Diane hier. Hallo, Diane. Rory Praha. Ich arbeite für die Rocky Mountain Gazette. Wir drucken morgen einen Artikel über den Unfall von letzter Nacht. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Ja, sehr gern. Der Unfall gestern Abend war eine Tragödie. Und das liegt ganz besonders daran, dass nur ein Anruf ihn hätte verhindern können. Ein Anruf? Könnten Sie das weiter ausführen? Aber natürlich. Typhon hat rund um die Uhr einen Sicherheitsmanager vor Ort. Ein kurzer Anruf von Herrn Chen an unsere 24-Stunden-Notruf-Hotline hätte uns gewarnt, dass sich Menschen in der Gefahrenzone befinden. Wir hätten sofort reagieren und die Sprengungen verhindern können. Besteht die Gefahr, dass noch andere Bürger Havens wie Gabe Chen verunglücken könnten? Auf keinen Fall. Solange Sie die Warnhinweise beachten, sind Sie in Sicherheit. Und sollte es einen Notfall geben, ist unsere Notruf-Hotline rund um die Uhr besetzt. Es besteht keinerlei Gefahr. Gut. Wir werden Ihre Stellungnahme mit abdrucken. Vielen Dank für Ihre Zeit, Diane. Einen schönen Tag noch. Ich habe beim Zuhören fast gekotzt. Geht gar nicht, Mann. Richtig übel, Mann. Oh, Leute, wir haben voll überzogen, Leute.
Staatsanwaltschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo, Deputy. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein, die Ermittlung läuft weiterhin und Typhon wurde noch nicht von den Anschuldigungen freigesprochen. Natürlich, ich verstehe. Aber können wir wieder mit dem Abbau beginnen? Ja, die Arbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. Gibt es sonst noch was? Nein, das wäre alles. Okay, danke für den Anruf. Ja, kein Problem. Machen Sie es gut, Diane. Ebenso. Scheint viel leichter zu sein, mit Mord davon zu kommen, als man hoffen würde. Diane ist eine Bitch, Alter. Richtig gierig. Ich muss es doch vertrauen nehmen. Hey, Joe. Wie geht's? Gut. Richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Also, Diane, kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und also nach diesem Unfall da... Joe? Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast, habe ich Jobs, die ich ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Das sind richtig viele Leute. Wir können hier noch E-Mails lesen. Ach du Scheiße. Uff. Leute. Aber wir machen gleich weiter in der nächsten Folge, denke ich. Ach komm, wir ziehen doch durch. Von komm, diesen das ist Inspektionen dann geht die nächste Folge aber nicht so lange. Ich wollte gerade hier zu Ihrer Bemühung. Hey Diane. Ich habe gerade in der Bemühungen Erweiterungskampagne Haven Springs. Ich habe gerade vom Start gehört, dass wir haben offiziell alle Inspektionen bestanden. Gönnen Sie sich etwas Champagner? Sie haben es sich verdient. Oh. Verbleibt nur noch die Abstimmung. Ich höre Großartiges über Ihren Fortschritt mit den Stadtbewohnern. Das Frühlingsfest zu sponsern war eine nette Geste. Arbeiten Sie weiter so. Wir sind auf der Zielgeraden. Dennis. Bitch, Alter. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? So, Betrieb heute Abend, vom 18.04. Ich habe sie gewarnt, Lena. Ich habe sie verflucht nochmal gewarnt. Rhea wurde verdeckt ausgelöst. An diesem Abend gab es eine zweite Explosion? Was hat Lena gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Es war eine Ablenkung. Sie haben die Explosion, die Gabe getötet hat, ausgelöst, um eine andere zu verheimlichen. Deshalb konnten sie nicht warten. Wenn ich rausfinden kann, wo die Sprengung durchgeführt wurde, sag mir das vielleicht, warum sie so wichtig war. Ich überfordert Leute, weil man kann hier immer draufklicken und eine dann... Eine zweite Explosion? Das ist ja voll das Bond-Bösewicht-Niveau. Okay, von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Was auch immer Typhon vorhatte, es sieht so aus, als wären sie damit durchgekommen. Eine zweite Explosion? Das ist ja voll das Bond-Bösewicht-Niveau. Er hatte einen Namen und ein Leben und eine Freundin und eine Schwester. Ich wette, in diesem Moment hat Diane beschlossen, Beweise auf den USB-Stick zu kopieren. Okay, weil sie darauf bestanden haben, jetzt jemand ist tot. Sie haben besser einen Plan, ich gehe nicht deswegen unter, zumindest nicht allein. Also die macht es nicht um sich oder Gabe, sondern sich selbst zu schützen. Clark, Lena, ich verstehe, dass sie aufgebraucht und emotional wegen des tragischen, unvermeidbaren Unfall heute Abend sind. Daher werde ich über diese Momente viel Urteil hinwegsehen. Ich rufe Sie morgen früh als erstes an, um zu besprechen, wie wir vorgehen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Nacht, um sich zu beruhigen. Oh, ich bin so wütend, Leute. Von diesen Inspektionen scheint echt... Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Hallo Diane, nach unserer Unterhaltung neulich habe ich es mir erlaubt, Ihre Bewerbung für unser Führungspersonaltraining zu beschleunigen. Wir bringen Ihre Einschulung voran, sobald die Situation in Haven unter Dach und Fach gebracht haben. Eine nette Art zu sagen, denk immer daran, dass ich dich in der Hand habe. Situation? Du meinst den Kerl, den du getötet hast? Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Hallo Diane, tut mir leid davon zu hören, dass die Probleme mit dem neuen Frachtführer haben, Ich habe einiges an Leuten über die Reparaturbremsen gesprochen und angesichts der anstehenden Erweiterung habe ich beschlossen, dass es leichter ist, ihnen einen neuen zu kaufen. Wir schicken ihnen einen 789D-Frachtführer. Er sollte effizient genug sein, um zwei Gruben umzuschlagen. Die Bad-Leute sagen, sie können ihre nächste Woche liefern.
Moment. Heißt das, dass jemand bei Typhon echte menschliche Emotionen verspürt? Nee, kaufe ich dir nicht ab. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Absender Colorado, Amt für Land und Ressourcen, Anja Jacobs, Diane. Hallo Diane, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir ein Datum für die Inspektion an Ihren zwei Förderstätten festgelegt haben. Bitte lesen Sie die Informationen untergründlich durch. Ich werde Sie in ein paar Tagen anrufen, um die Details zu bestätigen. Stillgelegter Kohleschacht 295042. Es wird Inspektion angesetzt für den 30.04.19. Inspektionspunkte werden den stillgelegten Schacht betreten, um sicherzustellen, dass Typhon angemessene Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, um das Land nach dem Einsturz zu stabilisieren und dass die angemessene Prozedur zur Schachtschließung gefolgt wurde. Aktiver Uranschacht 403693, Inspektion angesetzt für 3.05.2019. Inspektionspunkte, dies ist eine allgemeine Protokollinspektion, bitte leiten Sie an den Tag Betrieb wie üblich. Achso, ich freue mich auf unser Treffen, Jake Asher, leitender Inspektor. Das Timing ist einfach zu gut, als dass es wirklich ein Zufall sein könnte. Ist halt echt so. So. Diane hat Akten über den gesamten Stadtrat von Haven. Das ist ja mal gar nicht gruselig. Ist eine Menge, Leute. Geschäftsführer Liefes Blumen. Wahrscheinlich direkt ein Druckpunkt. Studienkredit der Enkelin, medizinische Kosten. Wir klicken mal drauf. Typhon weiß von Eleanors Demenz. Oh, eine Einheimische von Haven Springs. Eleanor Leif ist bei uns. Ah, Stadtrat wird aber... Ah. Oh, die sammeln ja richtig krass. Stadtbewohnern angesehen. Sie hat beträchtlichen Einfluss, wird aber nur unwahrscheinlich von sich selbst aus widersprechen. Obwohl ihre Enkelin Gabe Jen nahestand, scheint Typhons Darlegung des Unfalls nicht zu hinterfragen. Lucan Jeder, Stadtrat seit 2008, Geschäftsinhaber Black Lantern. Abstimmung. Die wird nicht so sicher sein, wenn ich Jet sage, was an dem Abend wirklich passiert ist. Nicht zutreffen. Jet wird aufgrund der Rettung von 19 Höllentaurern, Einsturz als örtlicher Held erachtet. Ein starker Verbündeter setzen sie als Ressource ein, um die Stimmen anderer Stadträte zu sichern, falls nötig. Harmon Charlotte. Jetzt für Apotheke, silberne Drache. Druckpunkt. Geschäftskosten, College Fund. Für den Sohn, eine bekannte Inhaberin eines kleinen Geschäfts in Haven. Charlotte wird entsprechend dabei sein, andere Geschäftsinhaber und 20 bis 35 Demografie zu überzeugen. Als Gabe Chans Freundin ist sie eventuell ein hoffnungsloser Fall. Die Firmenleitung bewilligt ein finanzielles Angebot. Bitheit. Die Einverständniserklärung kam mir doch gleich komisch vor. So bitter, Alter. McAllister, Regina Ducky. Und wahrscheinlich Abstimmungsstatus. Trauer für verstorbene Frau, Entfremdung mit Tochter. Wir konnten wenig zu Duckys Vergangenheit in Erfahrung bringen, aber wir wissen, dass es kurz nach seinem Rücktritt aus dem Vorstand der seiner eigenen Firma, der durch einen Streit mit seiner Tochter verursacht wurde, in Haven ankam. Ducky hat bis jetzt in jeder Instanz genau wie Jet zustimmt. Also ist seine Stimme so gut wie gesichert. Peg Jason, hat unbekannt. Druckpunkt Karriere als Hilfs-Sheriff. Scheint in sie verliebt zu sein. Was? Pike ist... Okay. Es gibt Wichtigeres zu tun. Okay, er ist verliebt auch noch. Jason Pike ist seit über 8 Jahren Hilfs-Sheriff in Haven. Er und die Firma stritten sich wegen den kleinen Überschreitungen in der Vergangenheit, aber wir haben keine Nachweise, dass es ein Groll gegen Typhon hegt. Die Verdoppelung der Typhons Engagement für die Gemeinde ist vermutlich der beste Weg. Alter, das ist so bitter, ne? Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Suchen. Das ist der Ort des Typhon-Mineneinsturzes von 2008. Warum würden sie eine Explosion in ihrer jetzigen Mine auslösen, um eine in ihrer alten zu verheimlichen? Gab es nicht gerade erst Inspektionen in der alten Stätte von Typhon? Sie haben nichts abgebaut. Sie haben etwas begraben wollen. Leute, ich war noch nicht fertig. Ladies and Gentlemen, wow, Wahnsinn. Jetzt bin ich ein bisschen okay. Alex hat Ryan gewählt, dahin abzulenken. 42%. 58% dahin haben die meisten gemacht. Alex hat Charlotte ihre Wut genommen, 53%, wir haben mehr gemacht, also alle. Hat Diane traurig gemacht, 75%, hat wütend gemacht. Ach, guck mal, traurig. Man kann sie also auch wütend machen.
Alex hat sich King of Leon angehört. 23%. Alex hat auf dem Dach Unkraut gejätet. 42%. Wir sind voll lieb. Even und Alex gingen im Kampf nie K.O. 96%. Alex ging im Kampf K.O. Alex und Even gingen im Kampf. Wer? 2%. Hab's geschafft, dass beide sterben. What the fuck? Der Troll wurde im Kampf getötet. 56%. Stechung angenommen. Der Troll wurde mit magischem Puder verzaubert. 33%. Die Stange wurde eingestiefert. 53%. Steph hat geholfen, Typhons Pläne herauszufinden. Steph ist aus der Wohnung gestürmt. Oh. Liegt 100%. Oh. Wir haben sie halt. Aber warte mal, wir haben doch sie wütend gemacht. Oder wo war das denn? 47%. Guck mal, hätten wir das nicht genommen, wären sie nicht rausgegangen. Das lag daran, weil wir wütend gemacht haben. König Tabor wurde im finalen Kampf besiegt, 100%. Riley weiß nichts von Eleanors Krankheit. Alex hat der Studentin geholfen, sich zu konzentrieren. Alex hat Even das Rätsel von Les Nachen gelöst. Even haben den Schmied bei seiner Arbeit geholfen. Cool, haben wir gemacht. Ja, Ladies and Gentlemen, war eine schöne Folge, war eine sehr lange Folge diesmal tatsächlich. Denkt nicht daran, dass es jetzt jedes Mal so ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, es war sehr, sehr, sehr cool. Und mir bleibt nur eins zu sagen. Ich bin immer noch begeistert von dem Spiel. Möchte wissen, wie es weitergeht. Und ich denke auch, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, denkt dran. Ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Ciao, macht's gut. Bis bald.